Ein herzliches Willkommen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zur neuen Wochenbotschaft. Ja, morgen am Montag starten wir direkt mal mit dem Vollmond im Wassermann. Die Energien dürftest du jetzt schon spüren. Und es wird ein sehr intensiver Vollmond. Es ist der Supervollmond. Alle Informationen findest du in der Vollmondlegung, die ich hochgeladen habe. Schau sie dir gerne nochmal an. Dennoch werde ich mit dem Moonology Oracle Deck jetzt reingehen und ich freue mich auf eine bezaubernde Legung. In diesem Sinne bitte ich um eine Mondenergie für das Seelenkollektiv auf meinem Kanal. Und da haben wir: harte Arbeit zahlt sich aus. Neumond im Steinbock. Steinbock ist sehr diszipliniert, Steinbock ist zielorientiert. Steinbock steht auch für Ordnung und Struktur. Mit dem Neumond und der Information, hey, deine harte Arbeit zahlt sich aus, kommt natürlich jetzt schon mal für diese Woche ins Feld, dass du dir erst einmal in der Reflexion bewusst werden darfst, was hast du dir alles schon erarbeitet. Und erinnere dich immer, dass du auch weiterhin gewissenhaft in die Umsetzung gehst. Das heißt, es ist die Information, du wirst in dieser Woche noch mehr Disziplin aufbringen dürfen, um dein Ziel zu erreichen. Mach dir immer wieder bewusst, dass du durch dein Tun deinen Traum verwirklichen kannst. Achte darauf, dass du dabei aber nicht in eine Kontrollsucht verfällst und geh wirklich auch Kontrollfanatikern aus dem Weg. Der Steinbock ist das Zeichen des Ehrgeizes. Es ist wirklich ein Zeichen der harten Arbeit. Und seine Energie ist massiv und starr. Dann kommt natürlich jetzt die Energie des Neumondes mit der Karte. Und das ist so ein bisschen wirklich, das ist die Einladung, es ist der beste Zeitpunkt im Jahr, um eine Liste für deine Träume, deine Bestrebungen, deine Intentionen zu erstellen. Und hier schau wirklich mal hin, mach dir bewusst, dass du alles erreichen kannst, wenn du einen gewissen Zyklus jetzt in die Verbesserung bringst. Jetzt nochmal wirklich immer wieder schaust, okay, wo brauchst du an der einen oder anderen Stelle einfach nochmal einen neuen Plan, eine neue Strategie, wenn du Pläne auch nicht so magst. Und für alle weiteren Mondenergien, schau dir wirklich die Vollmondlegung an. Weiter geht's. Und hier haben wir das Sacred Forest Orakeldeck. Und hier schauen wir, welche Botschaft bringt uns der Wald. Es geht um Mut. Espe. Und Espe kommt hier mit der Energie ins Feld und lädt dich ein, mutig zu sein für deine nächsten Schritte. Vielleicht auch wirklich, um dein Ziel zu erreichen. Mut, Grenzen zu sprengen. Dein innerer Krieger ist nämlich bereit, jetzt hervorzutreten. Jegliche Herausforderung, jedem Hindernis des Lebens sich zu stellen. Auch Hilfe anzunehmen und furchtlos zu sein. Und das ist so ein Match zur Vollmondlegung. Denn es ist jetzt wirklich auch das ganz viel, und das hat etwas mit den T-Quadraten zu tun, die sich gerade noch planetarisch bilden, dass jetzt Herausforderungen von außen kommen, das heißt Spannungen, Momente, die du auf einmal nicht vorhersehen kannst. Etwas, was dich vielleicht ein bisschen überfordert und herausfordert, etwas Plötzliches. Und hier darfst du wirklich mal, ja im wahrsten Sinne des Wortes, deinem Mut zuhören, das Flüstern der Bäume hören und dein Bewusstsein sinkt unter die Oberfläche. Und dort nimmst du das Wurzelgeflecht wahr, über das jeder Baum mit den anderen Bäumen verbunden ist. Und diese Verbindung macht Bäume zu einem einzigen Organismus. Und das impliziere auf deine Seele. Denn unter der Oberfläche, ja, unter unserem Menschlichen, sind wir Seele für Seele miteinander verbunden. Diese Karte spricht dir Mut, Schutz und Gemeinschaft zu und die Fähigkeit, Hindernisse anzugehen und sie zu überwinden.
und dass du dir gewiss sein darfst, du bist beschützt und du bist in Sicherheit. Du bist jetzt bereit, mutig und anmutig auf deinem Weg voranzugehen. Und dabei spielt es keine Rolle, wer oder was sich dir in den Weg stellen wird. Du bekommst die Unterstützung. Du bekommst die Gleichgesinnten in dein Leben, wenn sie nicht schon längst da sind. Das heißt auch diese Klarheit. Wer ist Team von deinem Soulmate? Wer gehört wahrhaftig zu dir? Das ist wie, als würdest du dir deine eigene Kriegsflotte jetzt magnetisch anziehen. Und gemeinsam schafft ihr Transformation, Wärme, Leichtigkeit, auch wenn es vielleicht mal anstrengend ist. Super. Und dafür, ja, kann ich dir gerne mal eine kleine Inspiration von meinem heutigen Tag mit ins Feld geben. Ich war heute 4 Kilometer ganz spontan mit einer Freundin barfuß laufen über Stock und Steine. Wir hatten wirklich gar keine Schuhe mit dabei, wollten uns aber bewegen. Und das war nicht immer leicht und es war auch zwischendurch wirklich schmerzhaft. Aber wir sind Hand in Hand durch den Schmerz gemeinsam gegangen. Wir haben gemeinsam wertvolle Momente erlebt, gelacht. Naja, geweint haben wir jetzt nicht, so schlimm war es nicht. Aber es war schon zwischendurch wirklich schmerzhaft. Und dennoch den Fokus einfach auszurichten auf das, was wir gerade wahrnehmen dürfen, phänomenal gigantisch. Und das im Team zu tun, einfach eine unfassbar wertvolle, ja, Erfahrung. So, jetzt geht's mit den Tarotkarten rein. Wir starten mit dem Montag, Vollmond im Wassermann. In der Löwesaison, was ist wichtig? 2 Karten kommen, der Ritter der Kelche und die 6 Münzen. Hui, unterliegende Energie sind die 10 Kelche. Das heißt, es kann sein, dass du direkt mal, hallo Zeus, mein kleiner Seelenkater. Ich sag's euch, wenn es hochenergetisch wird, ist Zeusi am Start. Und ich lasse ihn mal einen Moment. Ich weiß, ihr freut euch. Und ich kläre mal direkt. So, Mäuse. Hier könnte es sein, dass du direkt mal mit einem Thema in die Woche gehst. In die Veränderung. Veränderung auf Beziehungsebene. Veränderung aber auch auf emotionaler Ebene. Mit dem Ritter der Kelche ist hier eine Person gezeigt oder die Einladung, mal wirklich über Liebe nachzudenken. Zu gucken, was nagt da an dir? Macht dir Verbindung Angst? Zweifelst du an einer gewissen Freundschaft, Verbindung oder sogar zweifelst du wirklich an der Liebe an sich? Gab es in der Vergangenheit einen Verlust, so steht hier eine Veränderung in jeglicher Form an. Und die kommt von außen, mit der du vielleicht gerade noch gar nicht rechnest. Hier geht es aber auch darum, mal zu beleuchten, wo ist eigentlich ein Gleichgewicht? Und wo ist etwas aus der Balance geraten? Wo hat sich etwas auch gespalten? Und dementsprechend kann es auch sein, dass du mit einer gewissen Unzufriedenheit startest. Was und in der Tat der Vollmond gerade auch hochholt. Eine gewisse Unzufriedenheit. Und hier ist aber eine Veränderung angesagt und das dient hier, wow, das dient hier wirklich einer, vielleicht sogar im Verlust liegt hier ein Neubeginn, eine Chance auf wahrhaftige Fülle, auf wahrhaftige Liebe und wahrhaftige Verbundenheit. Und das gibt dir den Erfolg. Und das wirst du, und hier haben wir nochmal die Balance und die Gerechtigkeit, das wirst du, du wirst eine Situation aus einem anderen Licht betrachten, aus einer anderen Perspektive. Und das ermöglicht dir wirklich eine gewisse Flexibilität, eine gewisse Klarheit und eine Veränderung. Und wenn es deine eigene Veränderung ist, ja, dass du wirklich deine Werte nochmal anders hinterfragst, in die Klarheit kommst und dich entscheidest, dass Liebe und das Leben nicht, oder das ist besser gesagt positiv formuliert, dass du es in der Fülle und im Gleichgewicht leben darfst. Und du darfst austreten aus einem Mangel, austreten aus Ängsten und wirklich schauen, wenn du schon zweifelst, hey, in welchen 2 Feldern bist du gerade hier wahrhaftig unterwegs? Die Liebe zu dir und auch das, was du tust, in die Umsetzung zu gehen, deine Lernaufgaben zu meistern, etwas von außen anzunehmen, aus dem Herzen zu tun und nicht aufgrund eines Mangels, der dir sagt, ich mache das eigentlich nur, weil ich dazugehören will,
Im Grunde genommen frisst es mich eigentlich eher auf. Leg deine Maske ab und erlaub dir dein authentisches Sein. Weiter geht's, ihr Lieben, mit dem Dienstag. Und am Dienstag lade ich dich natürlich ein. Du weißt Bescheid. Dienstag um 19 Uhr öffne ich den Raum kostenfreier Infocall für die Aura Healing Master Ausbildung, die im September startet. Mitte September geht's los. Noch gibt es wenige Plätze. Ich bilde ja immer in kleineren Gruppen aus, damit ich den Raum halten kann und wirklich eins zu eins auch für dich noch mit dabei bin, greifbar bin, nahbar bin. Und mir geht es da immer um Qualität, um dich sehen, dich fühlen, für dich da sein. Ja, wenn du da Bock drauf hast, es gibt eine eigene App an die Hand. Es ist eine super geile Ausbildung, aber alles dazu erzähle ich, wie gesagt, am Dienstag 19 Uhr. Und den Link zur Anmeldung, den packe ich ins Kommentarfeld und in die Infobox. So, Dienstag. Was kommt am Dienstag? Das sind mir zu viele. Das ist so ein bisschen Konkurrenzkampf, Widerstand. Du wehrst dich vielleicht auch irgendwo gegen Wahrheit. Das schwang mit. Und hier, schau mal. Aus dem Ritter gehen wir ins Wachstum. König der Kelche und sechs Stäbe unterliegende Energie. Die Gerechtigkeit. Ein Neuanfang. Eine Herausforderung. Irgendwo ist die Liebe der richtige Fluss, etwas zu dem Gegenüber oder auch in die Umsetzung zu gehen, gerade ein bisschen blockiert. Da ist ein gewisser Frust und eine Unzufriedenheit erneut drauf. Irgendwo ein Gefühl von festgefahren zu sein. Aber das schwingt als Info mit. Das bedeutet, im Augenblick wirst du wahrhaftig vielleicht noch gar nicht so sehen, dass hier richtig was passiert. Aber ein Teil, es ist die Einladung, wenn du eine Herausforderung annimmst, diesen Weg, und ist er auch manchmal steinig, ist er manchmal steil und voller Herausforderungen und Hindernisse. Wenn du den Weg gehst und dich entscheidest, ich nehme es an, erinnere dich an die Karte der Espe, Mut. Und deine harte Arbeit zahlt sich aus. Kommst du in eine emotionale Stabilität, du hast deine Emotionen wieder im Balance, du wirst dich feiern und du wirst glorreiche Siege für dich hier erleben mit der Stabsenergie. Ja, die sechs Stäbe, das ist wirklich dieses, wow, ich mache die Hände nach oben, ich bin verbunden, Spiritualität, Emotionen, Gefühle in den Fluss kommen, ich empfange, ich mache mich wieder sichtbar. Und das ist vielleicht deine Herausforderung, jetzt in die Sichtbarkeit zu treten, dich zu sehen, dich wirklich in das Scheinwerferlicht deines Lebens zu stellen, um für den richtigen Menschen ein Magnet zu sein oder den richtigen Menschen die Klarheiten, die Impulse. Und das ist diese Eigenverantwortung, in die du jetzt gehst. Das ist also Wachstum liegt hier. Dir wird vielleicht auch klar in einer gewissen Verbindung, okay, das hat mich aufgefressen. Aber jetzt gehe ich für mich los und für die Liebe, für die Reinheit aus meiner Seele gehe ich los und öffne mich. Und es kann natürlich auch sein, dass in einer bestehenden Verbindung plötzlich eine Überraschung kommt. Ich möchte hier noch eine Klärungskarte haben, wenn noch eine kommen möchte. Ja, das kann zum einen Geld, aber natürlich auch Gefühle. Etwas, was sich jetzt hier vertieft, wo du das Gefühl hast, es war irgendwo schwierig. Schwierig, Liebe zu leben, schwierig, die Verantwortung für dich und die Gefühle zu übernehmen, schwierig, etwas wieder in die Bewegung zu bringen, wirst du aber feststellen, auf einmal vertieft sich etwas. Dir wird etwas klar. Da fließt wieder die Seelensprache. Hier kommt wieder ein Energiefluss, der irgendwo stagniert ist, wieder ins Fließen. Es kann auch sein, dass von außen jemand kommt, der dich auf einmal berührt, der dir sagt, hey, ich glaube, du hast gerade eine ziemlich anstrengende Phase. Fühlst du dich gerade festgefahren? Hier, nimm meine Hand. Das ist die Hand, die dir gereicht wird. Die Hand, die dich einlädt und wenn es nur für ein paar Schritte ist, dass du die Erfahrung machen darfst, wie es ist, wenn auch du mal gehalten wirst, geführt wirst und vertrauen darfst. Wunderschön. Kommen wir zum magischen Mittwoch. Da gibt es immer das Wochenupdate. Ich freue mich, wenn du mir ein Abo dalässt, die Glocke aktivierst,
Somit supportest du natürlich mich und meinen Kanal, aber du wirst auch direkt informiert, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und da haben wir sie wieder. Alles kommt und fällt, wie es kommen soll. Die hatten wir eben schon als unterliegende Energien und am magischen Mittwoch und ihr seht, wie gefühlvoll die Woche wird. Kelchenergie, 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 Kelchenergie. Eine gewisse Klarheit, ein klärendes Gespräch, aber auch, hier wird etwas belohnt. Und zwar, dass du dich aus einer gewissen Situation wirklich vielleicht mal rausgenommen hast, wo gefühlt nichts ging. In diesen Momenten hast du Klarheit bekommen. Du hast dich in der Vergangenheit von etwas befreit oder bist in diesem Befreiungsprozess. Hattest vielleicht aber auch das Gefühl von Unzufriedenheit, das Gefühl, mir sind die Hände gebunden. Ich kann nichts machen, außer es auszuhalten. Und das wird belohnt. Und hier liegt die Heilung, die Chance und ein Happy End. Und ich bin gespannt, auf was die 10 Kelche geklärt werden. Wow! Und zwar fügt sich etwas wieder zusammen, was zusammen gehört. Das ist die göttliche Ordnung, die hier wieder einzieht. In Verbindungen, in Verträgen, in Beziehungen. Das ist etwas, wo du jetzt wirklich den Schutz bekommst. Du wirst geführt. Und du bekommst doch die Bestätigung, es lohnt sich. Es lohnt sich, in die Veränderung zu gehen. Vielleicht auch manchmal wegzufliegen aus der Kelche. Was möchte denn hier neu entstehen? Es lohnt sich, wenn du vertraust. Hier kommt eine Lösung, vielleicht wirklich ein klärendes Gespräch. Es kann sein, dass dich die Vergangenheit nochmal anklopft und in die Klärung kommt. Hier bekommst du aber Gewissheit. Und das ist die Öffnung, die hier stattfindet. Hier öffnet sich jetzt etwas. Und vor allem bist du ziemlich klar. Du weißt, wo du hin willst, du weißt, wer du bist und du lässt keine Spielereien mehr zu. Du bist gewissenhaft, auch offen, sei empathisch. Höre zu, höre hin und dann wirst du eine Entscheidung treffen. Das heißt, du wirst dir absolut geführt. Und wie auch immer diese Entscheidung aussieht, love it, leave it, change it. Egal, wofür du dich da entscheidest, wo du hingelenkt wirst. Es dient deinem höchsten Wohl. Donnerstag. Das ist ja schon echt eine schöne Woche hier. Donnerstag. Was ist wichtig für den Dönerstag. Wir haben wieder 2 Karten. Oh, wir haben sogar 3 Karten. Oh, wow, wow, wow. Hier haben wir jetzt die Ordnung und Struktur. Der Herrscher kommt. Das könnte ein Widder sein. Muss es aber nicht. Wir haben das Ass der Stäbe und die 9 Münzen. Und schau mal, die unterliegende Energie sind die 9 Kelche, die hier. Ja, aus dir platzt die Fülle. Du bist umgeben von der Fülle. Hier kommt eine neue Kommunikation, eine Nachricht rein, mit der du vielleicht gar nicht rechnest. Etwas Unerwartetes von einem Gegenüber. Aber es ist auch die Einladung, hey, guck mal, 9 Münzen, 9 Kelche, es ist alles da. Emotional und materiell. Hier heißt es Expansion. Expansion deiner Ziele, deiner Struktur, als würdest du jetzt wirklich deine Sichtweise auch verändern zum Thema Ordnung und Struktur. Es könnte immer was gewesen sein, was dich ein bisschen blockiert hat, was negativ verhaftet war. Und auf einmal erkennst du, dass auch im größten Chaos eine Struktur herrschen darf, dass du vielleicht ein kreativer Mensch bist und ein kreatives Chaos deine Ordnung bedeutet. Hat ganz viel mit eigener Erlaubnis zu tun, was hier gerade auch liegt. Du wirst dir nochmal ziemlich bewusst und das ist diese Öffnung auch im dritten Auge. Das bedeutet, du bist wieder empfänglich für Impulse und du bist auch bereit, in eine gewisse Kommunikation einzutreten. Du manifestierst jetzt übrigens in dieser Woche auch phänomenal gigantisch, indem du immer wieder in die Vision gehst, wo du hin willst, in dieses Ziel dich reinfühlst. Wie fühlt es sich an, wenn du dein Ziel erreicht hast? Der Herrscher ist ein Gewinnertyp. Ja, das ist der Gott der Gewinner. Das ist der Partner von der Herrscherin. Und das ist für mich, ja, The Empress ist ja. Wow, das ist die Knallerfrau des Tarots. Okay, wir klären mal auf das Ass der Stäbe und hier haben wir die harte Arbeit, die sich auszahlt. Ja, harte Arbeit zahlt sich aus. Irgendwo wirst du etwas jetzt schon
ja, in die Erntephase bringen. Irgendwas kommt hier und hier ist wieder ein neuer Schritt, ein Neuanfang, etwas, was hier, etwas Kleines, etwas beginnt jetzt auch hier. Es beginnt etwas Großes entsteht, vielleicht investierst du oder jemand investiert in dich. Und hier könnte ein Anruf wirklich auch nochmal für ein bisschen Stress und Hektik sorgen. Wichtig ist, setz dich doch mit deinen Plänen und Zielen und Ordnung und Struktur bitte nicht so krass unter Druck, sondern nimm es in Leichtigkeit an. Setz dich mal auf die Bank, kommuniziere mit den richtigen Menschen und du wirst auf einmal die Leichtigkeit in der Struktur erkennen. Du schaffst dir also quasi wie einen Rahmen, den du jederzeit verändern, erweitern kannst, wieder kleiner machen kannst. Ganz viel Flexibilität, Kreativität, Standhaftigkeit. Du bist verwurzelt, du bist geerdet. Hier entsteht Wachstum. Auch eine Verbindung oder ein Austausch, ein aktives Miteinander sprechen kann jetzt hier wirklich sich entwickeln. Ein natürliches Wachstum, etwas entsteht gerade, Vertrauen zu einer anderen Person, Klarheit. Es kann sogar sein, dass du einfach jetzt diesen Energiewusch bekommst und sagst, hey, okay, der Mensch bin ich, die Seele bin ich. Das ist mein Ich, das ist das, worum ich hier bin. Und dafür gehe ich los, dafür investiere ich. Und diese Investition führt mich in die Fülle und Freiheit. Okay, sogar eine Gehaltserhöhung könnte hier liegen. Subi. Friday. Wäre schön, wenn wir nur eine Botschaft kriegen könnten. Dann nehme ich die beiden. Freitag 8 Münzen, 9 Schwerter. Hier reflektierst du nochmal. Dir ist bewusst, dass du natürlich noch weitermachen musst. Und gegebenenfalls hier auch erkennen darfst, okay, du nimmst all dein Wissen, daraus ziehst du deine Kraft, aber du gehst auch gefühlt raus aus einem gewissen Burnout. Hier könnte es nochmal sein, dass wirklich ein paar Stimmen kommen, die dir eine schlaflose Nacht bereiten, dass du so viel, ne, diesen Stress dir machst, dich unter Druck setzt. Wie erreiche ich jetzt die Fülle? Wie mache ich das jetzt? Was sind die nächsten Schritte? Dass da so viel ist und das ist dieses Rauf und Runter, was der Mond auch beeinflusst aktuell. Aber behalte die Balance. Das ist wichtig. Ja, dann halte das einfach mal aus, was da gerade ist. Es dient deinem Erfolg. Das kann ich dir sagen. Du bewegst dich in Richtung Erfolg. Ausstrahlung. Mach dir aber bitte bewusst, du bist magnetisch und wenn du permanent, auch wenn es nur deine Gedanken sind, nur und die Worte, die du aussprichst, die sagen, es verändert sich eh nichts für mich, nichts passiert, alles bleibt wie es ist, ja, dann bleibt es auch so wie es ist. Safe. Das ist so. Das ist deine Macht, die du hast. 9 Schwerter. Auf die 9 Schwerter. Was ist da los? Ängste, Sorgen. Vielleicht auch eine gewisse Verlustangst, Angst in den Verlust zu gehen, nicht geliebt zu werden, nicht gewertschätzt zu werden. Sei hier auch bitte vorsichtig, ne? Wähle weise deine Gedanken. Wähle weise von mit wem du dich befasst in deinen Gedanken, wem du da den Raum gibst. 8 Münzen, das ist die Unterstützung, das sind deine Werte, das ist auch das Vertrauen. Bitte bleib dir selbst treu, mach dir immer wieder bewusst, wo du herkommst, wo du hin willst, was ist gerade im Hier und Jetzt und was dürfen die nächsten Schritte für dich sein? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Okay, Samstag. Samstag, ihr Lieben. Aha, das sind mir zu viele. Es waren 3 Stück. Ich möchte jetzt nur noch eine Botschaft für den Samstag. Und die ziehe ich mir jetzt. 4 Schwerter. Gehen gleich drauf ein. Sonntag. Wir haben auf jeden Fall das Rad rollt, aber oh, natürlich. Guck mal, wen wir hier wieder haben. Der Teufel klopft an. Mann, Mann, Mann. Der klopft nämlich die ganzen Wochen hier schon an. Und das ist gerade dieses teuflische Spiel. Und das ist so spannend, denn wir erkennen es doch schon. In dem, was wir hier sehen. Guck mal, wie geil wir hier starten. Herzöffnung, Fülle, Happy End auf irgendwelcher Ebene, wenn du ins Vertrauen gehst. Herzöffnung, Kreativität, Verwurzelung. Und jetzt auf einmal schleicht sich so der Mangel ein. Und das ist deine Prüfung, das ist vielleicht auch die Herausforderung. Bleibst du in der Liebe? Bleibst du in der Wahrhaftigkeit? Oder
nimmst du hier ein teuflisches Angebot an. Direkt dahinter der Hierophant, der sich kaputt lacht, ne? Die geistige Welt und die Hohepriesterin. Alter Schwede. Also, das ist so, hier kommt so ein bisschen die dunkle Welt und sagt, hallo, lass dich doch noch so ein bisschen hier beeinflussen. Ich will dich wieder klein halten. Und wenn du dich dafür entscheidest, lacht sich das dein Geistführer Schrott und sagt, oh, guck sie dir an, sie fährt eine Ehrenrunde. Die Hohepriesterin kommt und hat die Hoffnung an dich und bittet dich, komm ins Vertrauen. Dann nimm doch lieber die lichtvolle Seite an die Hand. Nimm doch mal die Einladung der lichtvollen Seite an die Hand. Denn wir sehen hier, ja, der Schlüssel ist da, den haben wir schon hier oben. Erhebe den Kopf. Mach dich wieder groß. Schau nach oben, schau hinter dich, da gibt es eine Lösung. Hier haben wir nochmal Glaubenssätze. Glaubenssätze, die dich ein bisschen in eine gewisse Isolation bringen. Hier mit den vier Schwertern ist das auch dieses Abgeschottetsein. Schotte dich gerne von Beeinflussung, von Fremdbestimmung ab. Komm in den Kokon. Komm in deinen behütenden Horst, leg dich da rein, sei kein Horst, aber leg dich in den Horst, ja, in dieses Nest, was dir vielleicht auch gerade jemand bietet. Gerne, dein Glaube darf dein Nest sein, deine Liebe und deine Geborgenheit und achte gut auf dein Herz. Schau hin, wie du dich wieder mit deinem Herzen verbinden kannst. Schau hin, welche Glaubenssätze sind da noch in Bezug auf deinen Selbstwert. Und da gehen wir am 13.09., Freitag der 13. in Biunik rein. Das ist einfach dein Online-Kurs, dein Workshop, der einen Abend stattfindet, mit Aufzeichnung, der einfach dich erinnert an deine Einzigartigkeit, wie du Schritt für Schritt lernen kannst, dich zu lieben. Und das war für mich auch ein harter, langer Weg und ich möchte dir eine Abkürzung geben. Vier Schwerter. Ja, die Isolation. Eine gewisse Einsamkeit oder auch, dass du dich irgendwo alleine fühlst. Es kann auch hier sein, dass du wirklich dich bewusst in den Rückzug entscheidest. Nur in der Zeit des Rückzuges erlaube dir bitte die Heilung. Und das ist die Balance zwischen ich zeige mich und ich gehe wieder zurück. Die Balance ist vollkommen okay. Check mit dir ein. Wie kommt gerade Körper, Geist und Seele mit diesem Wachstum, mit der Öffnung, mit der Heilung gerade zurecht? Und dann guck mal, welcher Glaubenssatz möchte gepimpt werden. Zack, fällt der Blumenstrauß. Und das ist wirklich das Pimpen. Mach etwas Schönes raus. Es kann sogar sein, dass du mit einem Gegenüber gerade ein bisschen im Mangel bist und der dich in deinem Selbstwert ein bisschen niedrig hält. Du gibst ihm aber Raum dafür. Hier. Es heißt aber auch, jetzt musst du aktiv werden, damit es wieder schön wird, damit du wieder in den Frieden kommst. Auch eine Überraschung, vielleicht überraschen dich deine eigenen Glaubenssätze und klopfen an und sagen, hallo, haha, so ganz weg sind wir noch nicht. Wir warten hier noch auf ein bisschen mehr Farbe im Spiel. Du darfst uns nochmal anschauen, um uns nochmal zu veredeln. Wir sind für dich da, um dich einfach nochmal auf etwas hinzuweisen. Ihr Lieben, ich gehe jetzt in die Erweiterung. Du kannst dir diese Erweiterung im Mitgliedsbereich als Stufe 2, als Soulmate anschauen. Da stehen dir alle Videos zur Verfügung. Solange du Mitglied auf Stufe 2 bist, bleibt es natürlich auch so. Jetzt bald kommen ja wieder die ganzen Sternzeichen für September inklusive Erweiterung. Also, hier ist immer was los in der Mitgliedschaft, im Mitgliederbereich. Lade ich dich ein, da kommt meine Einladung, die ich an dich ausspreche. Freue mich, ich gehe rein in was für ein Thema. Das Thema Herzöffnung, das Thema dein Gegenüber, Freund, Freundin, Partner, es kann alles sein. Ich werde mich hier ein bisschen mit den Emotionen und dem Thema Liebe befassen, weil das sehr offensiv hier liegt. Ich sage bis gleich und freue mich auf dich.